11 Jahre ist es her, Otto der Große erfuhr eine Renaissance. Ausstellung Otto der Große, Magdeburg in Europa im Kulturhistorischen Museum. Seitdem präsentiert sich Magdeburg als Wiege der deutschen Geschichte. Mehr noch, Otto der Große steht seitdem mit Karl dem Großen auf einer Stufe. 2006, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation wird reflektiert. Heute, 1100. Geburtstag Kaiser Ottos des Großen und 1050 Jahre Kaiserkrönung. Die Anfänge des Kaisertums finden sich in der römischen Antike. Der Begriff Kaiser, geprägt vom römischen Staatsmann Gaius Julius Caesar. Für eine Alleinherrschaft war es noch zu früh und so starb er in den Iden des März. Aber sein Großneffe und Adoptivsohn Octavian etablierte die Alleinherrschaft im Römischen Reich dauerhaft. Der römische Senat gab ihm den Ehrennamen Augustus, der Erhabene. Ja, wir entwickeln hier in der Ausstellung das Kaiserbild in 5 Abteilungen und es beginnt zu einer Zeit, als dieser Begriff, der uns zumindest aus der Märchenwelt so selbstverständlich erscheint, der Kaiser, das Kaisertum noch gar nicht existierte. Und in der Römischen Republik in seiner Spätzeit hat eben Augustus es unternommen, eine Alleinherrschaft zu errichten, die eben kein Königtum sein sollte und die dann später zum Kaisertum ausgebaut wurde. Ihm selbst stand dieser Begriff aber nicht zur Verfügung. Er hat letztlich diese Alleinherrschaft ohne Namen, aber dafür mit umso bedeutenderen Bildern gefüllt. Marmorbüsten und Marmorstatuen, Prunkarmeen und Bronzebildnisse zeigten Augustus in verschiedenen Rollen und Funktionen. Priester, Feldherr, Gott. Es entstand eine regelrechte Bildsprache für die Repräsentation kaiserlicher Aufgaben. Man nimmt an heutzutage, dass es das Porträt des Augustus etwa 40.000 Mal im öffentlichen Raum in seinem großen Reich, das sich ja über Teile Europas, Nordafrikas, Kleinasiens erstreckte, gegeben hat. Dazu kommen dann Vervielfältigungsmöglichkeiten, allem voran die Münzen. Gerade die Hunderte und Tausenden von Münzen, die geprägt wurden, boten ein ganz hervorragendes Medium, um das Bild des Kaisers in alle Gebiete des Reiches und darüber hinaus zu verbreiten. Die Siegesgöttin, verbunden mit dem Himmelsglobus, stand symbolhaft mit überlebensgroßen Kaiserstatuen, die Siegesbotschaft verkörpernd. Von Rom aus herrschten die Kaiser über das Reich. So formte sich in den ersten 3 Jahrhunderten die Herrschaft des Einzelnen zum Kaisertum aus. Das Transportmittel für diese Alleinherrschaft war die Familie, denn Augustus hat diese Alleinherrschaft ja eben in einer Republik, die gar kein Amt für einen Alleinherrscher vorsah, sondern demokratische republikanische Ämter, wie eher schon, wie wir sie heute kennen. Und insofern wurde das Amt privatrechtlich durch Vererbung in der Familie weitergegeben. Und deswegen ist der Begriff der Dynastie, der Familie, sehr, sehr wichtig und wird es auch bleiben bis ins Mittelalter hinein. Kaiser Maxentius herrschte im Westen und Kaiser Konstantin im Osten. Die Wende brachte die Schlacht an der Milvebrücke vor den Toren Roms. Die Insignien des Maxentius wurden dabei vergraben, damit diese im Falle der Niederlage nicht in die Hände des Gegners fallen.
Erst 2005 wurden die Insignien auf dem Palatin bei Ausgrabungen entdeckt. Der Sieger Konstantin prägte das 4. Jahrhundert weitreichend. Er bekannte sich zum Christentum, daher auch sein Grab, umgeben von 12 Aposteln. Und im Osten des Reiches entstand Konstantinopel als neues Machtzentrum. Oströmische Kaiser beanspruchten von dort aus die Oberheit über das gesamte römische Imperium. Was war auf den Münzen alles drauf? Ja, zunächst einmal vor allem die Darstellung des Kaisers. Das heißt, es wurde eine ungeheure Bildpropaganda betrieben. Man kann es vielleicht mit den Fotos von Amtsträgern, wie sie auch heute noch in Amtsstuben immer wieder hängen, vergleichen, aber eben mit einem ungeheuren Aufwand, denn die Marmorbüsten mussten ja gemeißelt werden. Das verändert sich dann aber in der Tat mit in der Zeit des Christentums. Da hat dann diese Bildpropaganda nicht mehr diese große Durchschlagskraft. Es gibt im Mittelalter keine vollplastischen Darstellungen des Herrschers, sondern dort sind es tatsächlich die Münzen und die Siegelbildnisse, die das Bild des Herrschers transportieren. Und dann kommt er auch im sakralen Kontext. Das heißt also als Bittsteller oder derjenige, der die Gnade Gottes auf sich erfleht, vor. Eine Wiedervereinigung der beiden Reiche unter Kaiser Justinian scheiterte. Das spätrömische Ostreich entwickelte sich allmählich zum griechisch geprägten Byzantinischen Reich. Die Kaiser führten den griechischen Titel Basileus. Griechisch wurde Amtssprache. Als Inhaber der universalen Macht präsentierten sie sich in bildlichen Darstellungen prunkvoll in Festtagsgewändern. Als Stellvertreter Christi auf Erden erfährt der Kaiser immer mehr eine Aufnahme in den Kreis der Apostel. So wird er oft mit den 12 Aposteln und Christi dargestellt. Reiche Byzantinerinnen trugen prächtige Schmuckstücke in Gold mit Perlmutt und Glassteinen. Kostbare Saphire und Smaragde hingegen waren Mitglieder des Kaiserhauses vorbehalten. Besonders das 9. und 10. Jahrhundert war von kulturellem Aufschwung in Kunst, Literatur und Wissenschaft geprägt. Erlesene Seidenstoffe, kostbare Elfenbeine und andere Luxusgüter waren begehrte Handelsware und diplomatische Geschenke byzantinischer Gesandter. Ab der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts entstand parallel nördlich der Alpen das Fränkische Großreich. Hierzu gehörte auch das Reich der Langobarden in Ober- und Mittelitalien unter Karl dem Großen. Am 25. Dezember des Jahres 800 krönte Papst Leo III. Im Petersdom in Rom Karl zum Kaiser. Die Basis für das mittelalterliche Kaisertum war geschaffen. Der Papst war von nun an legitimiert, die Kaiserkrone zu verleihen. Karl der Große und seine Nachfolger förderten die Künste und Wissenschaften. Dabei zeigt sich immer die christlich geprägte Spätantike als wichtiges Vorbild. Sei es die Architektur der Antike, die studiert wurde, aber auch kostbare Buchmalereien, Elfenbeinschnitzereien und Goldschmiedearbeiten zeugen von der Karolingerzeit.
Die Herrscher präsentierten sich mit einem römischen Langstab und einem edelsteinbesetzten Schwert. Prunkvoll auch die Krone. Karolingische Herrscher wurden in frühchristlichen Sarkophagen bestattet. Im ostfränkisch-sächsischen Teil des karolingischen Großreiches regierte im 10. Jahrhundert König Otto I. Otto gewann durch die Hochzeit mit Adelheid, der Witwe König Lothars von Italien, das Königreich Italien für sich. Der Weg war frei für eine Erneuerung des Römischen Reiches. Unter Otto dem Großen tritt immer mehr die Symbolkraft Christus in Erscheinung. So führt Otto seine Schlachten mit der Heiligen Lanze, die Ziernägel mit Partikeln vom Kreuz Christi habe. Anfangs steht die Heilige Lanze für siegbringende Kraft, später ist sie mehr und mehr Symbol der Reichsherrschaft. Papst Johannes VII. Krönte Otto I. in Rom 962 zum Kaiser. Von nun an blieb das Kaisertum des Westens mit dem Königtum über dieses Reich nördlich der Alpen verbunden. Wie hat sich das nachher bei Kaiser Otto dargestellt mit dem Kaiserbildnis? Ja, da sind wir dann eben tatsächlich in dieser relativ bilderlosen Zeit. Die römische Antike, eine ausdifferenzierte Gesellschaft mit großen Städten, ganz, ganz vielen Bildern und Bildwerken, Skulpturen und nun im Mittelalter eine sehr viel kleinere, mobilere Gesellschaft, wo sehr, sehr viel auf persönlichen Kontakten, Verbindungen beruhte. Und das Bild des Ottos des Großen, das haben wir tatsächlich nur noch ganz vereinzelt, also in seinem Siegelbildnis. Als König hat er sich anders dargestellt als Kaiser, auch das ist eine spannende Sache. Und dann haben wir als einzige zeitgenössische Darstellung noch ein kleines Elfenbeinrelief, auf dem gezeigt ist, wie er den Magdeburger Dom Christus überreicht. Nur kurze Zeit nach seiner Kaiserkrönung erhob Otto der Große Magdeburg im Jahre 968 zum Erzbistum. Vermutlich aus diesem Anlass, aber vor allem als Zeichen höchster Würde und herrschaftlicher Repräsentation, stiftete der Kaiser dem Dom eine Gruppe von Elfenbeintafeln. Die Tafeln zeigen verschiedene neutestamentliche Szenen und zwei repräsentative Darstellungen Christi. Wie Karl der Große sah auch Otto der Große in seiner Herrschaft die Fortsetzung des römischen Kaisertums der Antike. Durch die Hochzeit seines Sohnes Ottos II. Mit der byzantinischen Prinzessin Theophanu gelang dem ottonischen Kaisertum die Anerkennung durch Byzanz. Nach dessen frühen Tod regierten Adelheid und Theophanu gemeinsam mit dem Kindskönig Otto III. Er sollte mit der Erneuerung des Römischen Reiches wieder eine Residenz in Rom errichten. Aber dies scheiterte. Doch die Vorstellung von der Erneuerung des Römerreiches wirkte im späteren Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation bis zu seiner Auflösung 1806 fort.